Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. September 2017? Heute ist Vollmond. Worauf sollten wir achten? Wir brauchen die Gleichgewicht, auch was unseren Gefühlen betrifft. Also wichtiges Thema ist die Liebe-Partnerschaft. Und das bedeutet Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen, geben und nehmen. Das soll im Gleichgewicht sein. Wichtig ist auch, dass wir in Partnerschaft uns nicht aufopfern, sondern dass wir uns selbst auch treu bleiben. Worauf wir noch achten sollen, Klarheit. Also wir brauchen einen klaren Verstand und wir sollen auch nüchtern sein. Wir brauchen die Energie von Tierkreiszeichen Jungfrau. Aber damit alles im Fluss kommt, auch auf unserem Intuition vertrauen. Also es fließt auch die Tierkreiszeichen Fischen, die Energie ein. Und das auch abwiegen, ausgleichen. Wir brauchen beides. Dann auch darauf achten, dass Neptun auch einen Einfluss hat auf diesem heutigen Vollmond. Und das kann auch Kreativität sein, Inspiration oder Intuition. Und das können wir in Licht zu bringen. Das ist die Vorteil von diesem Energie. Aber das kann auch täuschend sein und darauf sollten wir auch achten. Es kann sein, dass Informationen kommen von außen oder Einflüsse von außen und das erzeugt, dass wir enttäuscht sind, weil jemand versucht, uns etwas vorzutäuschen. Also wir sollen auch achtsam sein und nicht gutmütig oder gutgläubig die heutigen Tag betrachten, sondern hier brauchen wir wieder die Nüchternheit, den klaren Verstand von der Jungfrau und auch trennen Spreu von Weizen. Und das ist auch wichtig. Und schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren, fühlen sich in die Liebe-Partnerschaft etwas unsicher. Und heute, gerade bei diesem Vollmond, ist wichtig, die Gleichgewicht auf anderen zuzugehen, die Gefühle, aber auch die eigenen Gefühle wahrnehmen. Die Fischengeborenen bekommen neue Kraft und mit dieser neuen Kraft starten etwas Neues. Das kann auch anderen Themen sein, wie die berufliche Situation. Und genau das halten die Fischengeborenen gerade im Gleichgewicht. Wichtig ist auch Liebe, Partnerschaft und Emotionen und auch die Lebensfreude, aber auch wichtig die Arbeit, der Erfolg, die Finanzen, also auch den Alltag zu bewältigen. Dann ist wichtig auch, was ich erwähnt habe, es kann bei einigen Fischengeborenen passieren, dass Einfluss kommt von außen und jemand versucht, etwas vorzutäuschen. Und da brauchten die Fischengeborenen auch die Jungfrau-Energie, also mit klarem Verstand, mit nüchtern etwas betrachten. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtiges Thema auch in die nächste Zeit die Liebe-Partnerschaft. In den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung, kommen auch kleinere Veränderungen. Im heutigen Tag ändert sich etwas in Richtung. Es ist schon jetzt schon eine Bewegung, aber eine langsame Bewegung. Und hier ist auch wichtig, dass die Wiedergeborenen überlegt sind und klare Entscheidungen treffen, nüchtern bleiben, also keine schnelle Entscheidungen. Also nicht rennen, sondern etwas planen, etwas noch genau anschauen, überprüfen, langsame Schritte machen, weil das führt zum Ziel. Ist auch wichtig, Ziele zu setzen. Und es wirkt auf unserem Planet Erde ein Sternbild und das ist die Fluss Eridanus. Und dieser Fluss Eridanus hat eine Ende und hier befindet sich die Stern Achenar. Und zu dieser Verbindung nähert sich unserem Planet Erde, also das Ende des Flusses. Das bedeutet, die Ziele auch zu erreichen. Das ist die Bewegung. Und Planet Erde ist unserem
die feste Boden unter unseren Füßen, also die Sicherheit und Stabilität. Und das ist auch spürbar für uns alle, aber besonders bei Fischengeborenen und besonders bei Wiedergeborenen. Also überlegt sein und langsame Schritte machen, das, was ich für die Wiedergeborenen empfehlen kann und die Richtung ändern. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt etwas im Fluss. Eine Reise kann eine Bedeutung sein. Die Stiergeborenen haben mehr Kraft, mehr Mut und es ist auch ein Wachstum, was die Stiergeborenen gerade erleben. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist heute eine gewisse innere Unruhe. Sie verlieren momentan das innere Gleichgewicht, weil es ist Spannung da und das spürt man im Nervensystem. Es kann auch Mutterprobleme sein oder kraftlos fühlen oder die Bewegung sind Hindernisse, kann auch eine Autoreparatur bedeuten und diese Erschöpfung, diese Kraftlosigkeit und diese inneren Unruhe ist gerade bei den Zwillingsgeborenen spürbar. Das Glück ist, dass es nicht lange dauert und in den kommenden Tagen kommt wieder etwas in Bewegung, kommt mehr Begeisterung und in die Liebepartnerschaft und da haben die Zwillingsgeborenen Glück und eine Nachricht ist auch zum Erwarten und das ist angenehm und schön. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas im Fluss, die haben auch wieder Kraft und Mut und bei vielen Krebsgeborenen starten ein Neuanfang beruflich. Bei Tierkreiszeichen Löwen geboren ist wichtig Liebe, Partnerschaft, Gefühlen. Heute fühlt sich etwas unklar, undeutlich, bisschen schwammig an oder die Löwengeborenen sind etwas unsicher oder zweifeln an die Liebe. Eine Nachricht ist oder Nachrichten oder Kontakte, Terminen ist in Bewegung bei den Löwengeborenen und die Löwengeborenen werden auch die Richtung ändern. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren kommt in die nächste Zeit etwas in Bewegung, kommt auch etwas im Fluss und sie sollen auch diese Gleichgewicht achten. Also nicht nur nüchtern sein, etwas in Ordnung bringen oder etwas mit Verstand zu begreifen, sondern die Jungfrau geboren sollen auf die Gefühle achten, auf die innere Stimme, auf die Intuition. Sie brauchen gerade als Ergänzung die Energie von Tierkreiszeichen Fischen und das sollen sie bewusst wahrnehmen, weil so kommt etwas im Fluss und so kommt etwas im Gleichgewicht. Bei Tierkreiszeichen Waagen geborenen ist Glück und sie sollen aber heute etwas genau anschauen. Also Glück ist da, also glücklichen Umständen oder im Lebensweg kommen unerwartete Ereignisse, was für die Waagengeborenen Glück bringt. Aber sie sollen von etwas aushalten, etwas zurückhaltend sein, weil da gibt die Sicherheit Stabilität für die Waagengeborenen. Und in den kommenden Tagen werden die Waagengeborenen etwas klar und deutlich erkennen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt etwas im Fluss. Sie haben mehr Kraft und Mut, mehr Bewegung und sie können die Finanzen verbessern. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist momentan Hindernisse oder sie fühlen sich nicht gut, sie fühlen sich kraftlos, erschöpft. Bei vielen Schützengeborenen kann das auch Mutterthema sein, wo auch Spannung da ist oder diese Unbeweglichkeit. In den kommenden Tagen kommt aber wieder die Begeisterung, beruhigt sich das alles, kommt auch etwas in Bewegung und im Allgemeinen haben die Schützengeborenen Glück und es bringen etwas in Form und sie sollen etwas geduldig sein, bis die kommenden Tagen die Energie sich etwas verbessert. Bei Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen kommt etwas im
Fluss, sie haben auch Mut und Kraft und setzen etwas in Bewegung. Und bei vielen Steinbockgeborenen gibt es gerade die Sicherheit, Stabilität und sie blühen auf. Bei Tierkreis zeichnen Wassermann geboren ist wichtig die Liebe und die Lebensfreude, aber auch die Selbstliebe oder mal im Leben zu spielen. Diese Leichtigkeit brauchen gerade die Wassermann geborenen und natürlich ihren Humor nicht verlieren und mal das innere Kind zu sein. Und das gibt Leichtigkeit und Erfolg gerade bei den Wassermann geborenen. Diese tägliche kosmische Energie, was ständig ändert, beeinflusst unser Leben. Wir können aber das maßgeschnitten anschauen, bestimmten Tagen oder einen bestimmten Zeitraum, wie eine Woche oder ein Monat oder Jahr, auch genau beschreiben, wie sind die Einflüsse, was passiert, was kommt, sind da Hindernisse oder sogar Blockade, wie löst man das alles auf, dass die Energie ungehindert fließt, wenn sind die richtigen Tage, was sind die richtigen Augenblicke, wann sollte man handeln oder wo ist besser eher zurückhaltend sein. All das kann ich genau beschreiben und dabei kann ich Ihnen auch helfen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.